Das ist einfach alles nachzulesen. Und das ist Ihre grüne Ideologie, dass Sie den Wald unbetretbar machen wollen für die Bürger. Und das werfe ich Ihnen vor. Sie haben gerade in Ihrem Redebeitrag behauptet, dass der Staatsminister für Umwelt durch Sabotage Waldbrandbekämpfung verhindert hätte. Das ist ein kolossaler Vorwurf gegenüber dem Staatsminister. Sabotage wäre ein sehr bewusster Akt. Das heißt, Sie unterstellen, dass der Staatsminister oder das Umweltministerium Bäume in den Wald gelegt hätte auf Wege, um die Feuerwehr zu blockieren. Und da möchte ich Sie jetzt bitten, darum es entweder richtig zu stellen oder einzugestehen, dass Sie hier gerade ziemlichen Schrott erzählt haben. Andernfalls wird es nämlich ziemlich unlustig. Vielen Dank. Das war Kollege Lippmann mit einer Kurzintervention auf den Redebeitrag von Herrn Kollegen Mayer. Und Kollege Mayer möchte nun erwidern. Bitte schön. Herr Lippmann, Sie können das gerne in den Berichten zum Waldbrand Sächsische Schweiz nachlesen. Die Behörde in der Verantwortung des grünen Ministers hat tatsächlich Waldwege durch gefällte Bäume blockieren lassen, damit dort nichts langfährt. Und als der Waldbrand ausbrach, das können Sie alles in den Berichten nachlesen, dann konnte die Feuerwehr nicht nah genug ran und konnte zuerst den Waldbrand nicht ausreichend löschen, weil das Wasser gefehlt hat, weil Sie mit Ihren Tankwagen da nicht hingekommen sind. Und dann musste der Landrat einen Harvester bestellen und diesen Weg erstmal freischaufeln lassen, damit er rankam. Und zwei Wochen nachdem der Brand weg war, hat diese grüne Behörde wieder Bäume gefällt und diesen Weg zugefällt. Das ist einfach alles nachzulesen. Und das ist Ihre grüne Ideologie, dass Sie den Wald unbetretbar machen wollen für die Bürger. Und das werfe ich Ihnen vor. Dankeschön.